So, schön. Was hat das mit Gamma-Astronomie zu tun? Wir erwarten, dass diese dunkle Materie, naja, wenn sie aufeinander trifft, dass sie Gammastrahlen erzeugen. Also das ist ein relativ einfacher, technophysikalisch, wenn man das wirklich voll beschreiben möchte. Natürlich relativ kompliziert, aber wir haben mehr oder weniger zwei Teilchen der dunklen Materie, die aufeinandertreffen. Hier passiert etwas, was wir wohl wahrscheinlich noch nicht so richtig verstehen. Und dann entsteht sogenannte Standardmaterie. Standardmaterie ist Elektronen, Protonen und so weiter, alles, was wir kennen. Und dann entstehen, wie immer, in diesen Teilchenprozessen auch Gammastrahlen. Also ich habe vorher den Beschleuniger genannt, in Genf. Da versucht man auch, dunkle Materie zu erzeugen. Also da macht man den umgekehrten Weg. Da nimmt man ein Proton, Standardmaterie, und ein anderes Proton, also da zeigen die Pfeile in die andere Richtung, schießt sie aufeinander, erzeugt sehr, sehr viel Energie und hofft dann, dass dunkle Materie hinten rauskommt. Wir in der Astronomie, wir machen das andersrum. Wir wollen ja sehen, wo ist die dunkle Materie. Wir wissen noch nicht so richtig, wo befindet sie sich im Universum. Ist sie in unserer Milchstraße? Zentrum unserer Milchstraße oder gibt es irgendwelche herumfliegenden Klumpen und so weiter. Das ist noch nicht so hundertprozentig verstanden. Wir suchen also hier nach Gammastrahlen. Wir schauen den gesamten Himmel, suchen im gesamten Himmel nach diesen Gammastrahlen von dunkler Materie. So, wo würden Sie suchen? Unsere Milchstraße, die ganzen Sterne, wo ist der beste Ort? Da, wo es am dunkelsten ist. Das ist gar nicht so schlecht, weil ich habe Ihnen ja vorher erzählt, wir sehen auch Gammastrahlen von explodierenden Sternen. Wir müssen das auseinanderhalten von der Gammastrahlen von dunkler Materie. Deswegen sollten wir nicht an einen Ort schauen, wo es sehr, sehr viele explodierende Sterne zum Beispiel gibt. Wir möchten aber einen Ort schauen, wo wir wissen, naja, es gibt sehr, sehr viel Masse. Man sucht sich jetzt also Galaxien aus oder Orte aus, in denen es sehr viel Masse, aber relativ wenig Aktivität gibt. Und das kann man alles simulieren. Also man kann versuchen zu verstehen, wie die Masseverteilung ist durch die dunkle Materie. Und ich zeige Ihnen das mal. Was Sie hier sehen, ist genau das gleiche Bild wie hier. Nur die dunkle Materie, wie man es sich in einem bestimmten Modell vorstellt. Also das ist, wie es wirklich aussieht, das sichtbare Licht, die 4%, die wir kennen. Und das ist ein Modell der dunklen Materie. Also man sieht diese Scheibe, wo die ganzen Sterne angeordnet sind, überhaupt nicht. Und das größte und das nächste Zentrum an dunkler Materie ist das Zentrum unserer Milchstraße. Also das ist hier dieses rötliche und gelbe hier, wo das meiste ist. Und dann sehen Sie hier noch diese hellen Punkte hier. Das sind sogenannte Zwerggalaxien. Das sind Galaxien, die nicht sehr hell sind, in der man aber durch die Sternbewegung messen konnte, dass es doch relativ viel dunkle Materie geben muss. Das sind auch sehr, sehr gute Ziele. Also wir suchen nach der Gammastrahlung von dunkler Materie. Wir haben sie noch nicht gefunden. Ich kann Ihnen kein Ergebnis zeigen. Sonst würde ich wahrscheinlich in Stockholm sein und nicht hier. Und Sie würden in der Zeitung davon lesen. Schöner Traum, ja. Also wir suchen mit unseren Teleskopen nach der dunklen Materie. Und wir versuchen zu verstehen, zurzeit versuchen wir zu verstehen, was ist der beste Ort eigentlich, um danach zu suchen. Es wird kein starkes Signal sein, es wird ein sehr, sehr schwaches Signal sein. Es gibt diesen Untergrund, den wir sehen ja durch die normale Astrophysik, also die explodierenden Sterne zum Beispiel. Und man muss sich das natürlich genau anschauen. So, ich habe gesagt, es ist ein sehr schwaches Signal. Wenn ein Astronom von einem schwachen Signal redet, dann denkt er immer sofort an ein größeres Teleskop. Und ich möchte noch ganz kurz am Ende meines Vortrags darauf eingehen, wie misst man Gammastrahlung eigentlich? Das ist nämlich etwas ein bisschen anders wie Galilei und wie ein optisches Teleskop funktioniert, auch wie ein Röntgenteleskop funktioniert oder ein Radioteleskop funktioniert. Gammastrahlung ist relativ schwierig zu messen und ich möchte dann das Projekt ein bisschen eingehen, kurz an dem ich arbeite, das ist ein neues Teleskopsystem, das eben hoffentlich sensitiv genug sein wird, um die dunkle Materie zu sehen. Es heißt CTA, Cherenkov Telescope Array, nach dem Effekt, den ich Ihnen gleich zeigen werde. So, Messung von Gammastrahlen. Als erstes mal, also das ist die Erde hier und das ist die Atmosphäre jetzt, heute mal in weiß, nicht in blau.
die Atmosphäre ist undurchlässig vor Gammastrahlen. Das ist sehr, sehr gut für uns als Lebewesen. Sie schützt uns, wie ich vorher schon bemerkt habe, vor dieser Gammastrahlung, vor dieser hochenergetischen Strahlung. Jetzt sind aber alle Quellen sehr, sehr schwach. Und wenn man eine schwache Quelle hat, dann braucht man ein größeres Teleskop. Naja, die Atmosphäre ist undurchlässig für Gammastrahlen. Normalerweise denkt man, naja, man schießt einen Satelliten in das Weltall und misst dann die Gammastrahlen außerhalb der Atmosphäre. Naja, wenn Sie ganz, ganz wenige von diesen Gammastrahlen nur haben, dann passt Ihr Teleskop nicht mehr in eine Rakete. Und das ist genau das Problem, dass wir ein Problem ist es nicht wirklich, aber das ist der Grund für das Messprinzip oder warum wir messen, wie wir messen, dass die Teleskope hunderte von Quadratmeter sensitive Fläche haben müssen, was sie natürlich nicht in eine Rakete packen können, um ins Weltall zu schießen und auch natürlich nicht bezahlen können. So, was passiert, wenn so ein Gamma-Photon, so ein Lichtteilchen auf die Atmosphäre trifft? Hatte ich vorher schon erwähnt, das erzeugt einen Teilchenschauer. Millionen, Milliarden von Teilchen, die werden, je tiefer es geht, wird das immer niederenergetischer und am Ende ist es, viele kommen einfach nicht unten an, viele kommen an, es fliegen durch sie die gesamte Zeit durch. Also wenn Sie in vielen diesen Demonstrationsexperimenten, die Sie vielleicht, wenn Sie ans Dezimal kommen, nach Zeuthen sehen, da werden sogenannte Myonen gemessen, das sind Elementarteilchen aus der kosmischen Strahlung, die sind relativ einfach zu messen und Sie könnten sich sagen, wenn Sie die Handfläche öffnen, fliegt ein Myon pro Sekunde durch Ihre Handfläche durch ungefähr, von der kosmischen Strahlung. Jede Sekunde, also die sind allgegenwärtig, das ist die natürliche Hintergrundstrahlung. Na, wir interessieren uns aber eigentlich nicht für den Schauer, wir wollen wissen, woher kommt dieses Lichtteilchen, welche Energie hatte es. Das ist das Wichtige für uns. So, das Nächste, was passiert ist dann, das ist, in diesem Teilchenschauer wird sogenanntes Cherenkov-Licht erzeugt. Cherenkov war ein russischer Physiker, der dieses Licht entdeckt hat und auch beschrieben hat. Cherenkov-Licht wird immer erzeugt, wenn ein geladenes Teilchen schneller im Medium, schneller als die Lichtgeschwindigkeit sich bewegt. Sie denken natürlich, schneller als die Lichtgeschwindigkeit geht nicht. Die maximale Geschwindigkeit eines Objekts ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Aber die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit geteilt durch die Brechtzahl. Also Glas zum Beispiel hat eine Brechtzahl von 1,5. Die Lichtgeschwindigkeit in Glas, Licht bewegt sich in Glas langsamer als im Vakuum. Und ein Teilchen, zum Beispiel ein Elektron, kann sich schneller als die Lichtgeschwindigkeit im Glas zum Beispiel bewegen. Und dann wird dieses Cherenkov-Licht erzeugt. Vielleicht, Sie haben sicherlich mal in der Zeitung ein Abklingbecken in einem Kernkraftwerk gesehen. Das leuchtet immer blau. Und das ist dieses Cherenkov-Licht. Das sind von diesen Zerfallsprodukten, das sind auch sehr, sehr schnelle Teilchen, die in das Wasser sich bewegen, dort auch letztendlich abgebremst werden. Deswegen hat man das Wasser drumherum, aber die dann dieses blaue Licht erzeugen. So, und wir schauen dieses blaue Licht mit unseren Teleskopen an und so ein Luftschauer erzeugt einen extrem schwachen und sehr, sehr schnellen, extrem kurzen bläulichen Lichtblitz. Also kurz heißt 3 Nanosekunden, 3 Millionstel Sekunden lang ungefähr. Sehr schwach heißt einzelne Photonen pro Quadratmeter, einzelne Lichtteilchen. So, Sie brauchen also ein großes Teleskop, um diese ganzen Lichtteilchen einzusammeln und eine sehr, sehr schnelle Kamera. Ich habe Ihnen die Kamera vorher schon vorgestellt. So sieht ein typisches Teleskop aus. Das ist ein Teleskop von einem Projekt im südlichen Arizona in den USA, an dem ich arbeite, das sogenannte Veritas-Projekt. Also das ist mehr oder weniger Lichtsammel. Spiegel, 12 Meter im Durchmesser sind das etwa. Hier. Und dieses Licht wird fokussiert von diesem ganzen Spiegel auf die Kamera, die sich hier in diesem Behälter oder was auch immer befindet. So, also man hat eine sehr, sehr große Sammelfläche. Das sind ungefähr 100 Quadratmeter, diese 12 Meter, also 12 Meter Durchmesser, macht 100 Quadratmeter Sammelfläche. Damit kann man dieses Cherenkov-Licht messen, diesen kurzen Cherenkov-Blitz. Und damit kann man messen, woher kommt denn das Photon, das Gamma-Photon eigentlich her, das astrophysikalische, und welche Energie hatte es. So, diesen Schauer in der Atmosphäre, das können Sie sich vorstellen, das ist wie eine Lichtquelle, die durch die Atmosphäre sich bewegt. Wenn Sie jetzt ein Teleskop haben, sehen Sie dieses Licht
sehen Sie ja nur die Projektion. Wenn Sie mehrere Teleskope haben, dann können Sie diesen gesamten Schauer rekonstruieren. Das ist, warum wir zwei Augen haben, wir Menschen, weil wir mehr räumlich sehen können dadurch. Und was wir jetzt heute machen, ist, wir haben mehrere Teleskope. Hier haben wir zum Beispiel 4 Teleskope, das ist im südlichen Arizona, die alle in gleiche Richtung schauen und das Schrenkerflicht vom gleichen Schauer sich also gleichzeitig messen. Dadurch bekommen wir ein räumliches Bild und können die Richtung von diesem Photon sehr, sehr genau messen. So, warum südliches Arizona? Warum nicht Berlin? Na gut, Hintergrundlicht natürlich. Berlin ist ein sehr, sehr großer Lichtverschmutzer. Wir Astronomen reden von Lichtverschmutzung. Hier kann man keine Astronomie machen, keine optische. Oder ich meine, das ist ja auch Licht, das wir messen. Das Wetter ist natürlich viel zu schlecht. Wir brauchen wolkenlose Nächte. Und das ist natürlich viel besser in Arizona, in der Wüste. Und wir brauchen auch eine stabile Atmosphäre. Das Licht wird erzeugt in der Atmosphäre. Und naja, wenn es sehr viele Turbulenzen in der Atmosphäre gibt, das beeinflusst die Auflösung, macht sie natürlich viel schlechter. Wüsten haben sehr stabile Atmosphären im Allgemeinen. Das ist eine Halbwüste im südlichen Arizona, wo das Wetter eben auch wesentlich besser ist wie bei uns. So, das ist die Gegenwart. Mit denen können wir schon sehr, sehr gute Astronomie machen. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir zum Beispiel die dunkle Materie mit diesen Instrumenten nicht sehen werden. Wir brauchen etwas, was wesentlich sensitiver ist. Und deswegen bauen wir hier in Berlin an der Humboldt-Universität und am DESY an der nächsten Generation das sogenannte Cherenkov Telescope Array. Das ist die englische Schreibweise von diesem Herrn Cherenkov, der diese Strahlung gefunden hat. Also Array heißt, es besteht aus vielen, vielen Teleskopen. Naja, das Instrument gibt es noch nicht. Wir sind zurzeit in der Prototypphase. Das besteht nicht aus 4 Teleskopen, sondern aus so ungefähr 80 Teleskopen dann. Das ist so eine Zeichnung, wie es aussehen könnte. Was wir da auch haben, ist dann Teleskope unterschiedlicher Größe. Also wir haben sehr, sehr große Teleskope mit 23 Meter Durchmesser. Wir haben die Teleskope mit 12 Meter Spiegeldurchmesser und dann ganz außen herum kleine Teleskope mit ungefähr 6-7 Meter Durchmesser. Das ist zurzeit in der Prototypphase, wie gesagt, also wir bauen erste Prototypen, wir versuchen zu verstehen, die Technik zu verstehen. Es ist eine technische Herausforderung, diese Instrumente zu bauen. Und was wir versuchen, oder was wir eigentlich ganz sicher sind, was wir damit erreichen, ist, dass dieses Observatorium, CTA, dann etwa 10-mal besser, sensitiver ist als die jetzigen bestehenden Instrumente. Wir erwarten, dass wir etwa im Jahr 2017, 18 die ersten Daten damit nehmen können und hoffentlich werden wir dann auch die Rätsel, die ich Ihnen gezeigt habe, der Ursprung der kosmischen Strahlen und das Rätsel um die dunkle Materie damit lösen können. Vielen Dank.